tolle Erlebnisse, zauberhafte Landschaft, aber auch widrige Straßenverhältnisse. Ein Erfahrungsbericht. Herzlich willkommen bei den WOMU-Nordlichtern. Wie ist das, wenn man mit dem Wohnmobil im Winter in Schweden fast bis zum Polarkreis fährt? Wie sind die Straßenverhältnisse? Braucht man Spike-Reifen? Muss man Schneeketten haben? Sind die Campingplätze offen? Und wie ist das mit der Gasversorgung? Wie viel kostet das Gas und wo bekomme ich es her? Und wie sind die Dieselpreise? Wir waren von Anfang Februar bis Mitte März in Schweden unterwegs. In diesem Video berichten wir von unseren Erfahrungen, von Vereisungsproblemen, Übernachtungsplätzen, Ver- und Entsorgung und vielem mehr. Wohnmobilreisen sind Individualreisen und so beruhen unsere Erfahrungen auf unserer Art und Weise zu reisen. Gestartet sind wir in Travemünde bei minus 1 Grad, ohne Schnee oder gar Eis. Die ersten Schneeflecken am Straßenrand haben wir bei Jönköping gesehen. Aber mit diesem Wendemanöver auf einer Eisplatte bei Sala, nördlich vom Westeros, hat sich alles geändert. Die Suche nach einem stillen Übernachtungsplatz war erfolglos und wir blieben auf dem Rastplatz Evelund direkt an einem Kreisverkehr. Am nächsten Morgen dann die Überraschung. Der Winter ist da und wird uns die nächsten 4 Wochen begleiten. Ab jetzt werden wir immer Schneematsch, vereisten Schnee und Eis auf der Fahrbahn haben. Ob auf der Höger Küstenbru, auf der E4 bei Örnsköldsvik, auf der 363 zwischen Umeå und Vindeln, am Skellefte-Elven zwischen Malå und Abborrträsk, in Arvidsjaur, auf der E45 bei Augtsjaur, Schneeverwehungen auf einer Nebenstrecke oder auf dem Parkstreifen mitten in Wilhelmina. Auf einer festgefahrenen Schneedecke mit gutem Grip zu fahren ist sehr angenehm. Ungemütlicher wird es, wenn einzelne Eisschollen auf der Fahrbahn sind. Das ist, als würde man über eine Schlaglochpiste fahren. Spiegelglatte Fahrbahn. Hier die E4 in Moskosel, eine reine Schlitterstrecke. Da heißt es beim Autofahren ohne Spikes sehr vorsichtig zu sein. Auch in großen Städten, wie hier in Umeå, sind die Straßen nicht vollständig geräumt. Aber am unangenehmsten war das plötzliche Glatteis auf der E4 bei Docstar. Und damit sind wir bei den winterlichen Risiken. Wir waren mit praktisch neuen Winterreifen, aber ohne Spikes unterwegs. Und um möglichst nicht von der Fahrbahn abzukommen, sind wir, je nach Situation, nur zwischen 60 und 70 Stundenkilometern gefahren. Aber es gibt auch mutigere oder mit Spikes ausgerüstete Wohnmobilfahrer. Wenn eine dünne Schneeschicht auf vereister Fahrbahn liegt, fahren wir eher nur 60 Stundenkilometer und unterstützen gern beim Überholtwerden und wir möchten ja auch den Winter genießen. Die Lkw-Fahrer, die regelmäßig bei diesen Straßenverhältnissen unterwegs sind, können das besser abschätzen und haben uns regelmäßig überholt. Mit ratternden Scheibenwischern kommen wir zum nächsten Thema. Das Problem mit dem Eis. Schmutziger Schnee wird von der Fahrbahn hochgewirbelt, schmilzt auf der Windschutzscheibe
und die Scheibenwischerblätter vereisen und reinigen die Scheibe nicht mehr. Also eine Parkbucht suchen, das Eis entfernen und wieder anhalten, wieder entfernen und nochmal nachbessern. Da wir gerade beim Eis sind, bei anhaltenden Temperaturen zwischen minus 5 und minus 30 Grad bildet sich überall Eis. Wenn es tagsüber im Sonnenschein etwas wärmer wird und der Schnee auf dem Dach in Verbindung mit der Wärme aus dem beheizten Wohnmobil zu schmelzen beginnt, fließt das Wasser und gefriert auf der schattigen Wohnmobilseite gleich wieder an. Das Kondenswasser, welches aus dem Abgaskamin der Heizung tropft, bildet schnell einen riesigen Eiszapfen. Und der Trick mit der Wäscheklammer funktioniert auch nicht immer perfekt. In den Nächten mit minus 28 Grad zeigten sich dann auch die Schwachstellen an der großen Tür der Garage. Insgesamt haben wir 77 Kilo Gas verbraucht. Das hat uns etwa 310 Euro gekostet. Mitgenommen haben wir zwei Alugasflaschen mit je 11 Kilogramm und eine schwedische Stahlgasflasche ebenfalls mit 11 Kilogramm. Schon zu Hause habe ich die schwedische Gasflasche angeschlossen und in Betrieb genommen, wenn sie leer war, auf Alugas umgeschaltet, die schwedische getauscht und gleich wieder in Betrieb genommen. So sind wir verfahren, bis abzusehen war, dass uns die Alugasflaschen bis nach Hause reichen würden. Eine schwedische Stahlflasche zu kaufen, war eine ganz bewusste Entscheidung, denn die kann an fast allen Tankstellen und in Baumärkten getauscht werden. Der teuerste Tausch mit umgerechnet 61 Euro für 11 Kilo Gas war an der Ingo-Tankstelle in Malo. Aber dafür haben wir kostenlos eine Kunststoffabdeckkappe für die Flasche bekommen. Die Boxen sind nicht zu übersehen und wir parken gleich daneben. Mit umgerechnet 52 Euro war der Tausch an den UK Kuota Tankstellen nicht nur deutlich preiswerter, sondern der Preis war an diesen Tankstellen auch immer gleich. Neben der Standard Truma Gasheizung haben wir noch mit einer Dieselstandheizung geheizt. Den Dieselverbrauch kann ich nicht messen, schätze aber, dass ich in den 5 Wochen zwischen 13 und 22 Litern Diesel verbraucht habe. Nachts hatten wir die Truma-Heizung auf 13 Grad eingestellt. Tagsüber haben wir die Temperatur hochgezogen auf ungefähr 20 bis 21 Grad und mit der Dieselstandheizung dazu geheizt. Der Dieselpreis lag zu Anfang unseres Urlaubs bei ungefähr 1,92 Euro. Mit Beginn des Ukraine-Krieges ist der Preis auf 2,35 Euro gestiegen. Von der Versorgung mit Gas und Diesel komme ich jetzt zur übrigen Ver- und Entsorgung. Das ist natürlich auf Campingplätzen möglich, man kann aber auch an Tankstellen nachfragen und entsprechend ausgestattete Rastplätze anfahren. Wir nutzen unsere Toilette als Trocken-Trenntoilette, wodurch wir sehr flexibel sind. Bei Rastplätzen ist damit zu rechnen, dass die Versorgung mit Wasser im Winter nicht möglich ist. Wir waren auf 3 Campingplätzen. Auf dem ersten Platz konnten wir die Toilette benutzen, entsorgen und Strom anschließen. Die Bezahlung der fälligen 150 Kronen
war aber nur mit Swish möglich. Das geht aber nur mit einem schwedischen Bankkonto und dafür braucht man eine schwedische Personnummer. Beides haben wir nicht und eine Boutique, die als Alternative benannt war, war für die Wintermonate geschlossen. Also sind wir am nächsten Tag mit schlechtem Gewissen und ohne zu zahlen weitergefahren. Der nächste Campingplatz war Jählas in Arvidsjaur. Für 31 Euro bekommt man Vollservice. Das heißt Toilette, Dusche, Kochraum, Ver- und Entsorgung, Strom und WLAN. Kommt und fahrt mit uns auf den Platz. Mitten im Zentrum von Arvidsjaur gibt es einen kostenlosen Stellplatz, der auch im Winter benutzbar ist, allerdings ohne jeglichen Service. Der dritte Campingplatz, den wir nutzen wollten, ein Naturcampingplatz am Svegsjö, war aber wie erwartet geschlossen. Er liegt auf beiden Seiten einer Brücke und wir hatten Glück, denn hinter der Brücke war eine kleine Fläche und ein Streifen zu einer Picknickbank geräumt. Logischerweise auch hier kein Service. Im Sommer kostet es hier übrigens 100 Kronen, man kann aber auch mit 10 Euro bezahlen. Auch in Sorsele haben wir einen offenen Campingplatz entdeckt, aber wir haben dort nicht übernachtet. So wie es aussieht, ist der Campingplatz im Prinzip geöffnet, aber man muss dann diese Telefonnummer anrufen und da kommt wohl jemand vorbei und hilft einen entsprechend weiter. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht vor, hier zu bleiben. Nach unserer Schneemobiltour hatten wir eine ruhige Nacht auf dem Stellplatz vom Wilderness Life in Augtsjaur. Wollt ihr Plätze nutzen, die ihr vom Sommer her kennt oder aber in einschlägigen Apps beschrieben sind, müsst ihr damit rechnen, dass diese nicht geräumt und auch nicht zugänglich sind. Hier braucht es viel Flexibilität. Einige Plätze, die ich jetzt gleich zeigen werde, wird man im Sommer nicht nutzen können und nicht nutzen dürfen. Aber wenn man im Winter rücksichtsvoll vorgeht und fragt, ist einiges möglich. Meist ist die Zufahrt durch hohe Schneewälle versperrt und Wegschaufeln ist praktisch nicht möglich, zumal auch dahinter Tiefschnee ist. Aber wir haben Stellplätze gefunden und eine Auswahl davon mit Informationen dazu jetzt in schneller Folge. Den Platz habe ich schon gezeigt. Trafikplatz Evelund bei Sala. Der Tank- und Rastplatz Dockstar an der E4 vor dem Skyleskogen. Ein Rastplatz in Windeln am Windelelven. Nachts hatte es geschneit und am Morgen kam der Schneeräuber. An einer Rentierscheidung nördlich von Windeln.
am Rastplatz Enebacken in der Nähe von Rüsksele und Marloh direkt hinter der Ingo-Tankstelle. Die anderen Stellmöglichkeiten findet ihr in den jeweiligen Videos. Sind wir an einem Tag lange genug gefahren und stehen dann nur eine Nacht ohne Landstrom, reicht die Batterieladung mit unseren 180 Amperestunden aus zwei Gel-Batterien an Bord eventuell aus. Bei mehreren Übernachtungen haben wir für 1 bis 2 Stunden unseren Stromgenerator laufen lassen, haben aber in der gesamten Zeit nur ungefähr 8 Liter Aspen-Kraftstoff verbraucht. Was es sonst noch für Probleme gab. Bei minus 30 Grad konnte man zwar die große Garagentür schließen und verriegeln, aber nicht mit dem Schlüssel abschließen. Bei minus 15 Grad war das Problem dann nicht mehr vorhanden. Dann hatte sich ein Eispfropfen im Ablassrohr gebildet. Offenbar hatte ich den Ablasshahn nicht zu 100% geschlossen, sodass steter Tropfen einen Pfropfen bilden konnte. Mit dem nächsten Wasserablassen war aber auch dieses Problem wieder beseitigt. Zum Schluss noch ein Hinweis zu Schneeketten, Schneeschaufel und Schneeschieber. Die Schneeketten und die Schneeschaufel haben wir zum Glück nicht gebraucht, aber der Schneeschieber hat sehr gute Dienste geleistet. Zu unserer Ausrüstung und zu unseren zusätzlichen Wärmedämmmaßnahmen kommt noch ein separates Video. Es bleiben die tollen Erinnerungen an Fahrten durch zauberhafte Schneelandschaften, aufregende Nordlichterlebnisse und romantische Abende mit leichtem Schneefall. Schaut euch gerne unsere Videos der Winterreise an und träumt mit uns. Wenn dieses Video für euch interessant und informativ war, freuen wir uns auf ein Abo.